Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Vorredner haben ja bereits eine ganze Reihe von Aspekten angesprochen, wie der Wohnungsbau in Deutschland beschleunigt werden soll. Das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen hat die Grundlage für die vorgelegte Wohnungsbauoffensive geschaffen. Auch wenn uns im Endergebnis, liebe Frau Ministerin, einige Aspekte fehlen, so will ich doch auch die Gelegenheit nutzen, den Bündnisteilnehmern für ihre Arbeit zu danken. Wir wissen, wer was und wie eingebracht hat und sichern zu, uns für die offenen Baustellen einzusetzen. Wer die Debatten und Entscheidungen der letzten Monate verfolgte, der weiß, dass wir in der Wohnungspolitik einiges auf den Weg gebracht haben. Ich verweise auf die Wohngelderhöhung, die Änderungen im Umgang mit den Bundesliegenschaften, die Erhöhung der Kompensationsmittel für den sozialen Wohnungsbau sowie auch den Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des privaten Mietwohnungsneubaus. Meine Damen und Herren, mit der Wohnungsbauoffensive liegt das im Koalitionsvertrag vereinbarte Aktionsprogramm jetzt erst einmal vor. Das ist nichts falsch, aber es wird so auch nicht ausreichen. Ich vermisse zum Beispiel das Vorhaben der Bundesregierung zur steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Es taucht im Aktionsprogramm so nicht auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich aber an dieser Stelle ein Thema etwas ausführlicher ansprechen, das mir besonders am Herzen liegt. Viele ländliche Regionen, wie beispielsweise auch meine Heimat, das Vogtland, stehen derzeit vor umfassenden sozialen, ökonomischen und demografischen Herausforderungen. Hauptgrund für den Druck auf die Wohnungsmärkte in Ballungsgebieten ist nicht der Zuzug Schutzsuchender, sondern auch die Binnenwanderung innerhalb Deutschlands. Viele junge Menschen haben in den vergangenen Jahren die peripheren, strukturschwachen Räume verlassen. Das ist nicht gut. Darum brauchen wir auch Perspektiven für den ländlichen Raum. Wir brauchen Stabilitätsanker für den ländlichen Raum und wir müssen daher konsequent in dessen Attraktivität investieren. Wenn wir über den ländlichen Raum sprechen, herrscht schnell Konsens über eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und auch über die Notwendigkeit des Breitbandausbaus. Zu kurz kommen meines Erachtens die Chancen des Wohneigentums für den ländlichen Raum. Das Eigenheim, meine Damen und Herren, das Eigenheim ist ein Standortvorteil ländlicher Räume. Grundstücke und Gebäudebestand sind meist etwas günstiger und auch die Baupreise sind deutlich niedriger. Meine Damen und Herren, Wohneigentum hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert und steht auf der Wunschliste der Menschen nach wie vor weit oben. Es ist nämlich Top 3 der Sparziele der Menschen. Viele Menschen sparen für diesen Traum, Frau Lötsch. Circa 57% der Mieter würden doch lieber in den eigenen vier Wänden wohnen. Warum sage ich das? Wohneigentum in diesem Sinne verbessert die soziale Struktur einer Gemeinde, eines Quartiers, einer Stadt. Auch weil Wohneigentümer in der Regel etwas mehr soziale Verantwortung übernehmen. Und ich sage es mal ganz praktisch, da wird auch mal der Besen in die Hand genommen und die Straße gekehrt. Man kümmert sich eben engagierter auch um das Wohnumfeld. Das ist Realität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Wohneigentum verwurzelt stärker in der Nachbarschaft und kann einen sehr wichtigen Beitrag zur Stabilisierung benachteiligter Wohngebiete leisten. Vor allem aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wohneigentum stärkt ländliche Räume. Ja, es ist definitiv ein Haltefaktor, es ist ein Stabilitätsanker. Sehr geehrte Damen und Herren, Wohneigentumspolitik ist auch Politik für Familien.
Der Wunsch nach Wohneigentum ist bei Familien besonders groß. Hauptgründe liegen auf der Hand, sind die optimalen Entfaltungsmöglichkeiten und natürlich der bleibende Wert für Kinder. Im eigenen Garten spielt es sich lauter und sicherer als auf dem öffentlichen Spielplatz. Deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir gerade auch junge Menschen, junge Familien in die Lage versetzen können, für das eigene Heim zu sparen. Es lohnt sich für Sie und für die Gesellschaft. Häuslebauer sind eine der tragenden Säulen des Wohnungsbaus. Die Bedarfslücke ist unseres Erachtens nach ohne den zusätzlichen Eigenheimbau nicht zu schließen. Dafür müssen junge Familien auch über ein ausreichendes Eigenkapital verfügen. Wer nichts erbt, wer nichts geschenkt bekommt, muss erst einmal sparen. 100%ige Kreditfinanzierungen möchten viele nicht und sollten auch vermieden werden. Mit der Wohnungsbauprämie verfügen wir über ein funktionierendes Instrument, das Berufsanfängern, das jungen Familien einen Anreiz zum Sparen für das Eigenheim geben sollte. Die Wohnungsbauprämie kann inzwischen jedoch nur von wenigen genutzt werden. Die geltenden Einkommensgrenzen wurden vor ca. 20 Jahren festgelegt. Und die allgemeine Einkommens- und Preisentwicklung hat sie für viele unerreichbar gemacht. Früher war beispielsweise eine 29-jährige Polizistin prämienberechtigt. Heute ist sie es nicht mehr. Und das sollten wir ändern. Daran sollten wir arbeiten. Eine Anpassung der Einkommensgrenzen und Prämienhöhe ist überfällig, vor allen Dingen auch als Pendant zur geplanten Sonderabschreibung. Zusätzlich bietet sich auch ein einkommensunabhängiger Investitionszuschuss für das Eigenheim an, vorzugsweise auch in Form einer Familien- oder Kinderkomponente. Was sagt der Schäuble dazu? Menschen mit geringen Einkommen, meine Damen und Herren, die jeden Tag arbeiten und auf die eigenen vier Wände sparen, benötigen eine große Unterstützung. Sie benötigen eine größere Unterstützung, als ihnen mit der Eigenheimrente geboten wird. Meine Damen und Herren, das Aktionsprogramm, was vorliegt, ist wie gesagt ein Ansatz. Es ist ein guter Ansatz, aber es ist noch kein umfassender Durchbruch. Ich möchte ausdrücklich für die Wohnungsbauprämie werben, weil sie zur Attraktivität der ländlichen Räume beiträgt. Und auch diese Arbeit tut Not. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Michael Groß ist der nächste Redner für die SPD.